Vielleicht ist das absoluter Rotzen, aber hier ist so ein kleiner Spiegel gewesen und der hat keine Vergrößerung. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor ich euch ab circa Minute 7 zeige, was ich wirklich alles bei Action mitgenommen habe, wollte ich euch jetzt noch mal ein paar Eindrücke zeigen, was es so Neues gibt und was sie für Aktionsartikel haben. Ich habe hier nämlich ganz schön viel im Bereich Garten gesehen und dachte mir, das interessiert euch doch bestimmt. Hier sind wir jetzt gerade in der Kerzenabteilung. Da habe ich jetzt persönlich nichts mitgenommen, fand aber diese blaue Kerze ganz interessant. Da wollte ich dann mal gucken, wie die von oben aussieht. Ja, die sieht aus wie eine Kerze halt. ja. Ja, bei der Deko bin ich diesmal nicht ganz so fündig geworden, weil ich immer ja alles so ein bisschen pastellig, Landhaus-stilmäßig einrichte. Die haben da auch ein paar Sachen, aber die meisten davon habe ich schon. Und ja, deswegen habe ich da nicht ganz so viel gefunden diesmal. Aber hier könnt ihr sehen, die haben wirklich eine riesige Auswahl an Töpfen für draußen. Da habe ich eigentlich auch am liebsten weiß oder grau. Und ich hatte mir auch kürzlich erst woanders welche gekauft, deswegen ist da nicht ganz so viel mitgekommen. Und Leute, die hier Gartenfiguren mögen, die kommen auf jeden Fall total auf ihre Kosten. Hier haben sie auch einiges. Da fand ich zum Beispiel, genau die fand ich ganz interessant. Und links daneben ist noch so ein Trimmer für die Ecken vom Rasen. Das fand ich theoretisch auch ganz interessant, wusste aber nicht, ob das ein gutes Gerät ist oder nicht. Deswegen habe ich das erstmal nicht mitgenommen. Aber ihr könnt ja echt sehen, es ist wirklich, wirklich viel. Habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass die doch so viel Auswahl haben. Gerade auch an diesen Gartenkleingeräten finde ich wirklich interessant. Ja, hier ist auch sehr schön kühles Spielzeug für Kinder, für draußen. Also das hätte ich theoretisch auch mitgenommen, aber mein Kleiner ist schon ein bisschen zu groß dafür. Der mag das nicht mehr so. Und was haben wir denn hier noch? Genau, ja, die fand ich total interessant, natürlich, weil da Wassermelonen drauf sind. Ja, ich habe die jetzt nicht mitgenommen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mir die wirklich hinlege. Aber ich fand sie doch ganz süß. Und hier haben wir dann jetzt nochmal, genau, noch eine andere Variante von einer Tischdecke. Habe ich aber auch nicht mitgenommen. Ja, hier geht jetzt tatsächlich auch die Abteilung los mit den Reisesachen. Und hier, das fand ich sehr interessant, diese riesigen Polster. Ich glaube, das ist so, weiß nicht, ob das für E-Paletten gedacht ist oder was. Auf jeden Fall fand ich die mega cool. Auch für Hunde dachte ich mir so, also ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwas drin, was Hunde jetzt nicht so toll finden. Aber ich fand das echt cool. Genau, ja, hier hätte ich mir theoretisch auch noch was mitgenommen, weil mein Kleiner diese Becher ziemlich oft benutzt. Aber irgendwie haben mich die Designs jetzt nicht so komplett angesprochen, deswegen habe ich davon nichts mitgenommen. Aber ich finde es immer schön, dass sie das im Sommer haben, dass sie einfach so geschlossene Behältnisse für Getränke haben, wegen der Wespen und so weiter. Ja, hier geht es dann auch schon los mit den mit dem Eimer, den ich mitgenommen habe, den werdet ihr gleich auch nochmal sehen. Ich habe nämlich meinen alten verbummelt, aber das erzähle ich euch dann eh nochmal. Allzweckreiniger. Der riecht übrigens super gut. Und die Tücher. Oh mein Gott, ich hoffe, es ist ein Dupe. Zu diesen Fensterlappen, diese streifenfreien Dinger, die ich euch in meinen Vlogs öfter mal zeige, die sind nämlich nicht gerade günstig. Und wenn ich jetzt dafür einen Dupe hätte, wäre das perfekt. Ja, viele von euch finden ja immer die Mode hier ziemlich gut. Ich fand die Hose hier auch total schön. Das war so ein bisschen Haremshosen-mäßig, so eine Sommerhose. Da fand ich das Muster auch ganz nett, aber so richtig überzeugt hat sie mich am Ende dann doch nicht. Ich mochte die Farben nicht hundertprozentig, aber die sahen tatsächlich ganz gut aus. Links neben mir standen übrigens auch noch mal ein paar Frauen, die haben sich auch total über diese ganze Kleidung hergemacht. Ja, genau, hier dachte ich, ich könnte vielleicht ein paar Kissenbezüge mitnehmen. Das war aber leider nicht unsere Maße. Ja, hier hatte ich mich dann übrigens nach den Bettlaken umgesehen. Da brauchte ich ein paar neue, das erzähle ich euch danach aber auch nochmal, welche genau. Und da habe ich hier die neuen entdeckt, beziehungsweise für mich waren die neu.
Die sind nämlich auch aus 100% Baumwolle, ist aber so ein bisschen glatterer Stoff. Ja, da sind wir natürlich in unserer Lieblingsabteilung, zumindest das ist meine Lieblingsabteilung. Die Pflegeabteilung. Und da gab es einige neue Sachen, die aber nicht alle interessant waren. Aber es gibt doch relativ viel Auswahl, finde ich. Übrigens erzählen mir immer ganz viele von euch, dass eure Actionfilialen total unaufgeräumt sind. Das tut mir richtig leid, weil bei uns ist das eigentlich immer richtig aufgeräumt und sauber. Also selten mal irgendwas richtig verwühlt. Welche Abteilung hier natürlich besonders interessant ist, sind immer die Masken. Die sind ja immer super günstig und haben immer eigentlich eine schöne Wirkung, zumindest was den Soforteffekt angeht und den Kurzzeiteffekt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, die haben ja auch immer so schöne Prinzessinnenmasken und ihr könnt ihr hier gerade auch sehen. Ich stehe da ja total drauf. Ich habe auch diese beiden mitgenommen, es gab aber noch ein paar andere. Da, die Schmetterlingspalette rechts, das ist so süß, die habe ich leider nicht mitgenommen, weil die mich von innen nicht so angesprochen hat. Aber dafür habe ich zwei andere mitgenommen, die ich euch dann später nochmal zeige. Die sind auch so schön. Hier auch nochmal ein kleiner Einblick für die Herren. Zugegeben, ein ziemlich kurzer. Dafür hier jetzt nochmal die Masken in voller Pracht. Könnt ihr nochmal schauen, ob da was für euch dabei ist. Wie ihr sehen könnt, ist da auch Garnier mal zwischen richtig günstig. Das ist echt schön. Hallo, meine Lieben. Ja, nach diesem schönen Einblick von Action haben wir jetzt hier natürlich den ganz normalen Haul, damit ihr nochmal sehen könnt, was ich wirklich alles mitgenommen habe. Ich habe es ein bisschen vorsortiert nach Kategorien, damit ihr es ein bisschen übersichtlicher habt, denn ich habe das Gefühl, irgendwie das wird ein langes Video, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall habe ich super viel gekauft. Für 122 Euro habe ich da eingekauft. Was ich jetzt gerade nicht mehr hier habe, ist Scheibenwischmittel. Das habe ich nämlich schon draußen gelassen bei den Autos. Leider hatten die nichts mehr mit Frostschutz quasi. Eigentlich habe ich das immer lieber drin, weil ich bin immer so einer, der das dann vergisst, wenn es dann wirklich friert, dass ich noch sowas im Auto habe und dann friert das meistens kaputt. Das ist mir schon mal passiert. Zwar nicht mit Wischewasser, aber mit Kühlflüssigkeit. Genau, aber schon ewig hier, zum Glück. Egal, auf jeden Fall, davon habe ich zwei Stück gekauft. Ich glaube, die kamen 1,79, dieses Sommer-Pinke, irgendwas Fluid. Egal, auf jeden Fall möchte ich jetzt weitermachen mit der Kategorie Büro. Da habe ich nämlich schöne Sachen gefunden und zwar bin ich ja immer auf der Suche nach schönen Ordnern, weil ich natürlich Buchhaltung machen muss und ich hasse Buchhaltung und ja genau, dann sollen wenigstens die Sachen schön sein und da hatten sie hier, weil ja demnächst bald das Schuljahr zu Ende ist und die schon langsam auf die nächsten Schuljahre zugehen und Einschulung und sowas, hatten sie da jedenfalls ganz nette Ordner mal und da habe ich hier so einen regenbogenfarbenen mitgenommen, sowas mag ich ja total, ne? Hier sind noch so kleine Sterne drauf, die hätten sie von mir aus weglassen können. Ich finde das jetzt so eigentlich schon total schön, aber die sind ja jetzt nicht so auffällig. Genau, war auch super günstig, meine ich. Und ja, ist jetzt zwar nur kleiner, ich brauche immer eigentlich große, aber ich werde schon irgendwas finden, was da rein kann. Genau, und dann gibt es ja auch bald wieder Zeugnisse und dann war mir aufgefallen, ich habe gar keinen schönen Ordner für meinen Jungen, für die Zeugnisse, sondern nur so eine Mappe und ich hätte gerne einen richtigen Ordner. Und genau, da war das männlichste, was ich gefunden habe, das hier. Und ja, ich hoffe, ihm gefällt das und ich hoffe, seine Zeugnisse können dann da rein. Hier hat man übrigens drin, das habe ich diesmal nicht gemacht, ihr müsst bei Action immer unbedingt aufpassen. Ich habe schon mal da was sowas Ähnliches gekauft. Das war innen total versifft und das habe ich halt erst zu Hause gesehen. Ne? Egal, auf jeden Fall habt ihr hier so einen ganz normalen Locher vor. Wie heißt denn das? Na, so eine Vorrichtung da, damit man das da einheften kann. Halt. Naja, genau, das auf jeden Fall. Und das hat mir auf jeden Fall schon mal sehr gefallen. Und dann waren da alle möglichen Planer und so und Kalender und so Tischkalender benutze ich leider gar nicht so viel. Ich benutze mehr so kleine Zettelchen zum To-Do-Listen schreiben. Da war da eigentlich auch was, aber ich hätte es nicht benutzt. Ich habe jetzt mir hier jedenfalls was mitgenommen und das sieht so süß aus hier. Das ist mit so einem Gummi. Und Lovely Notes steht da drin, darauf. Und genau, das gab es auch noch in so Mintfarben. Das hätte ich am liebsten auch noch mitgenommen. Aber warum habe ich das eigentlich nicht mitgenommen? Ach, keine Ahnung. Vermutlich wollte ich mal versuchen, ein bisschen vernünftig zu sein. Aber es hat nur bedingt geklappt, natürlich, wie man sieht. Ja, das hat hier innen irgendwie so gelbes Papier. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite, aber es ist total okay. Und so, wenn das so auf dem Schreibtisch liegt, ne, dann bin ich schon total happy. Und ich finde das sehr hübsch. Genau.
Des Weiteren brauchte ich neue Kugelschreiber und so welche hier hatten sie jetzt schon lange nicht mehr und ich fand die total niedlich. Ich wollte die erst zweimal mitnehmen, aber bei dem anderen Set, und das war das letzte, hatten die irgendwie ein weniger drin und das wäre theoretisch jetzt nicht schlimm gewesen, weil es trotzdem günstig gewesen wäre, aber ich dachte, okay, nimmst du halt nur eine Packung mit und das gefällt mir jetzt sehr gut. Da sind so kleine Palmen drauf, sind auch so, also diese Farben habe ich total viel, ja nicht nur hier nur im Zimmer, sondern auch bei mir am PC. Ich habe mir letztens auch eine neue Tastatur gekauft und eine Maus und ein Mauspad und das ist auch alles so in diesen Farben, das ist total schön. Genau. Und dann habe ich hier ein Doppelpack Edding Permanent Marker mitgenommen, weil die da, ich glaube, das war auch das letzte Paar, fand ich halt total cool. Sowas brauche ich auch immer mal und ja, dann habe ich jetzt halt welche. Genau. Und was ich auch sehr cool fand aus der Bastelabteilung, ich habe da diesmal nicht so viel mitgenommen, sonst nehme ich da ja immer super gerne Karten mit und so, aber ich hatte heute irgendwie nicht so die Ruhe, da zu gucken. Und ja, ich habe mir dennoch jetzt hier so eine kleine Bastelschere mitgenommen. Die nimmt meine Mama normalerweise immer mit. Aber ich dachte, ich kann mir auch mal eine an meinen rosa mintfarbenen Schreibtisch legen. Und ja, die durfte dann also mit. Und das gefällt mir gut. Ja, da gab es auch noch andere Farben, aber ich weiß gerade nicht mehr welche. Vielleicht habe ich die euch sogar aufgenommen, das kann sein. So, und das hier ist eigentlich nicht wirklich Bürobedarf. Das habe ich ganz in der letzten Reihe gefunden und auch mit als letztes. Das ist eigentlich bei den Geschenkverpackungen mit gewesen. Und da habe ich letztens schon so süße Packungen mitgenommen. Die hier fand ich jetzt auch nochmal ganz niedlich. Ich glaube 1,25 oder 1,29 kosten die. Und entweder ich verschenke es wirklich irgendwie oder sowas zum Aufbewahren braucht man ja eigentlich auch sowieso immer irgendwie, ne? Genau, das war jetzt Bürobedarf. Jetzt machen wir weiter mit Beauty. Das findet ihr auch immer total interessant. Und so, und wo ich da jetzt wirklich sehr beruhigt war. Ich habe schon bei so vielen anderen die neuen Paletten gesehen, die sie hatten. Und immer, wenn ich da war, hatten sie die noch nicht. Da war auch so eine süße mit Schmetterlingen. Also total schönes Außendesign. Aber leider hat es mich von innen nicht so wirklich angesprochen. Vielleicht beim nächsten Mal, ich weiß es noch nicht. Aber hier sind jetzt noch die anderen zwei gewesen, die ich total ansprechend fand. Und wo ich jetzt auch wirklich oft gehört habe, dass die Qualität auch gut sein soll. Hier ist von Max & More die Skyline Eyeshadow Palette. Man sieht schon so ein bisschen, war das die mit den ähnlichen Farben? Ja, die hat so, ja, lila Brauntöne. Ich versuche das mal kurz hier aufzumachen. Moment. Ja, da haben wir sie dann. Also ich finde sie sehr, sehr, sehr schön. Die kosten, ich glaube, 4,50 Euro oder so. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Man hat super viel Auswahl. Wie gesagt, von der Qualität her kann ich jetzt persönlich noch nichts sagen, aber viele andere haben gesagt, dass die so toll sein sollen. Und ich finde also wirklich, die Zusammenstellung finde ich jetzt auch super, super, super schön. Ich habe bestimmt einzelne Farben davon. Bestimmt schon, aber noch nicht in der Zusammenstellung. Ja, hier ist jetzt nochmal, auch von Max & More, die, ich kann das gar nicht aussprechen, Soar. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, bitte helft mir auf jeden Fall. Ist die auch super schön. Die hat jetzt natürlich auch, also, ja, doch, die Verpackungen haben sie schön angepasst tatsächlich. Moment, ich mache die auch mal ganz kurz auf. Hier sind auch wieder sehr viele erdige Töne drin, aber auch ein bisschen was Wärmeres. Nein, erdiges ist auch wärm. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall gefällt es mir. Es ist ein bisschen kühler als die andere, aber auch trotzdem warm. Ich finde sie auch sehr, sehr, sehr schön, sehr vielfältig. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Sie fassen sich unfassbar hochwertig an. Ich mag ja sonst immer ganz gerne die anderen. Welche, wie heißen die denn? Fab Factory oder sowas. Auf jeden Fall haben die sonst auch immer so ganz tolle Paletten und ja, also Paletten kann man echt gut bei Action kaufen. Ich hatte aber auch schon von den kleinen Max & More irgendwie, da hatte ich auch mal was. Das hat mir nicht so gut gefallen. Allgemein Max & More, da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Aber scheinbar verbessern sie sich. Und der Primer, der ist auch ganz toll. Genau, weiter geht es aber auch mit Beauty und ich fand das hier so süß. Den werden wir jetzt auch mal schnell zusammen auspacken. Vielleicht ist das absoluter Rotzen, aber hier ist so ein kleiner Spiegel gewesen und der hat keine Vergrößerung. Das finde ich ganz gut, weil ich habe hier alles voll mit verspiegelten, nein, mit vergrößerten Spiegeln. Und den hier fand ich jetzt so süß, weil der Ohren hat und irgendwie, ich weiß nicht, wenn irgendwas Katzenohren hat, dann drehe ich durch. Ach nein. Ja, das ist jetzt nicht das Hochwertigste, aber... Oh nein, ist der süß. Guck nur. Ach, den gab es auch noch in irgendeiner anderen Farbe. Ich habe es leider gerade vergessen. Ich hoffe, ich habe ihn euch abgefilmt. Vielleicht habt ihr ihn jetzt schon gesehen. Ja. Einfach so süß. Kann man ja auch wirklich richtig anpassen, dadurch, dass man da hinten... Ja, das ist super. Also dadurch, dass das hier bewegbar ist oder dass man das bewegen kann, dass es verstellbar ist, kann man sich dann halt auch wirklich das richtig anwinkeln. Also das gefällt mir schon mal ganz gut für das Geld. Da dachte ich, das ist schlechter. So, dann gab es natürlich einige Masken. Und das Coolste, was ich da jetzt gefunden habe, und das fand ich wirklich cool, das kam nämlich nur 1,49, meine ich, von Disney Minnie Mouse, die Hand Mask Gloves.
Und genau, das sind so Handschuhe, da sind sogar Schleifen drauf. Das habe ich ja jetzt das erste Mal gesehen. Also so sieht die Verpackung aus. Mega schön, auch zum Verschenken, finde ich. Und hier vorne sieht man, dass da Schleifen auf den Handschuhen drauf sind. Ich mache sowas leider gar nicht so oft. Ich habe immer nicht die Ruhe dazu, ne? Ihr hattet mir letztens auch geschrieben, ich soll doch bitte also wenn ich drehe, dass ich mir dann so Fußmasken anziehen soll. Ich vergesse das immer einfach. Ich vergesse es. Oder ich habe keine Ruhe dafür. Müsste ich einfach mal mir richtig genau bewusst Zeit für nehmen. Sorry, ich hatte hier gerade das hat direkt ins Auge gepiekt. Interessiert keine Sau. Dann haben wir hier natürlich noch Disney-Prinzessinnen-Masken und die sehen so schön aus wieder. Hier habe ich einmal eine Facial Sheet Mask Refreshing and Moisturizing mit Orangenextrakt mit der Rapunzel drauf. Das ist doch Rapunzel, oder? Ich meine. Ha, bildhübsch, die junge Frau. Und dann haben wir hier nochmal Jasmin. Es gab auch noch andere Prinzessinnen, aber das andere war so sehr reinigend. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Das hier ist jetzt jedenfalls mit Jasmin und das ist mit Hyaluronaten. Genau. Und da sind sogar Drucke drauf, sehe ich gerade. Das ist ja auch süß. Ich muss das nicht unbedingt haben, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist immer ganz süß. Ich hatte mich schon gewundert, warum die 99 Cent kamen. Das ist ja an sich auch nicht teuer, ne? Hier ist so die Lampe drauf. Da von Aladdin. Und ja, das ist natürlich, das macht uns Freude, was soll ich sagen. Genau, und aufgrund des Drucks ist es scheinbar teurer. Wie teuer diese hier war, weiß ich gerade nicht. Aber die ist mit Avocado. Und was ist denn noch drin? Avocado. Aber die sieht scheinbar auch ganz süß aus auf dem Gesicht. Schaut mal, wenn das dann so ist, ne? Aber die fand ich halt auch ganz schön. Habe ich persönlich noch nicht gesehen. Hier steht das erste Mal auch drauf. Habe ich noch nie gesehen. 20 bis 30 Minuten soll man die drauf lassen. Sonst steht bei mir mal so 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten. Ja, genau, das war also das. Und genau, das gehört auch noch dazu. Das fand ich auch super interessant. Das ist ein paar Hydrogel-Augen-Patches quasi, aber nicht nur für hier unten, sondern die sind so komisch verbunden hier. Falls ihr das sehen könnt, ja, natürlich könnt ihr das sehen. Ja, das ist hier jedenfalls so verbunden, sodass dann hier diese Region auch mit abgedeckt ist. Ich bin gespannt, wie das am Ende funktioniert oder auch nicht. Oder ob man, hier sind ja auch nicht alle so... Manche haben ja quasi den Haaransatz direkt neben der Augenbraue. Da könnte das ein bisschen komisch werden. Aber wir werden uns das mal angucken, wie das dann sitzt. Ja. Ja. Was haben wir hier noch? Genau, das fand ich auch super interessant. Habe ich so noch nie gesehen. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich habe da eigentlich genug, sag ich mal. Aber vor allem mein Favorite habe ich eigentlich. Also das ist eine Fußfeile. Und die ist so ein bisschen ergonomisch. Heißt das so? Oder anatomisch? Ist der Unterschied? Das muss ich mal nachlesen tatsächlich. Auf jeden Fall ist die so ein bisschen so geformt, dass sie ja quasi direkt hinten an der Fußhacke oder wie man das nennt, dass man da direkt dran reiben kann und eben die Hornhaut abnehmen kann. Da bin ich super, super gespannt, wie das funktioniert, weil so, naja, man hat dann halt so einen längeren Stab und dann kann man das damit machen. Ich fand das super günstig und super interessant. Und jetzt kommt ja auch wieder die Zeit, wo man die Füße ständig zeigt und ich bin auch ein Fan davon, die Füße immer und immer, immer, immer ständig zu pflegen. Ich habe übrigens ganz viele Fußpflegevideos, die verlinke ich euch mal, falls ihr da reingucken wollt. Und ja, das ist ganz cool. Also ich bin voll auf Fußpflege, ne? Weil ich finde, das ist irgendwie eins der Körperteile, die irgendwie am meisten gehasst sind. Sie sehen ja auch ein bisschen komisch aus, aber sie können auch echt schön aussehen. Und wenn sie dann schon so komisch aussehen, dann können sie wenigstens gepflegt sein, weil viele sind auch nicht gepflegt. Also bitte pflegt eure Füße, das wäre ganz cool. Ihr müsst ja nicht da voll den Zirkus von machen, aber so ein bisschen wäre auf jeden Fall... schön für euch und für eure Mitmenschen, ja. Genau, und dann habe ich hier mal wieder, und da war ich sehr froh, dass sie die mal wieder hatten, diese XXXXXXL Colgate Zahnbürsten. Davon habe ich eigentlich, glaube ich, drei mitgenommen. Oder habe ich zwei? Nee, ich habe zwei mitgenommen, genau. Die habe ich mir ausgesucht. Und die hatten auch noch die normale Variante ohne irgendwie Kohle oder was das hier ist. Und ja, ich habe aber die schwarze mitgenommen, weil ich die schöner fand. Und das hier muss ich ganz ehrlich sagen, also eigentlich brauchte ich kein Deo. Ich kann aber Deo auf jeden Fall immer trotzdem gebrauchen. Und genau, das ist jetzt von Nivea. Und das war einfach so Fliederfarben. Ich stehe im Moment total auf Fliederfarben. Und ja, das war jetzt einfach nur wegen der Verpackung tatsächlich. Wir können mal schnell dran riechen. Ich finde, manche Deos riechen schon von vornherein irgendwie nach Schweiß. Und das gehört zum Glück nicht dazu. Okay, also das war zum Glück kein Fehlkauf. Und doch drei? Ich habe doch drei Zahnbürsten gekauft. Okay. Das hier ist nicht so interessant, aber das sind so Wegwerf... Einmalwaschhandschuhe, genau. Die benutze ich nicht wirklich oft, aber manchmal passiert irgendwie was. Vor allem auch mit den Katzen passiert manchmal was, was man dann einfach wegmachen möchte, an den Katzen dran, ohne sie waschen zu müssen, weil die hassen es ja und das ist gefährlich und alles und das möchte man ja nicht immer unbedingt machen. Auf jeden Fall benutze ich dann ganz gerne mal solche Einmalhandschuhe hier. Und ja, das benutze ich sehr gerne dafür. Ja, dann haben wir auch die Kategorie Beauty fertig und wir wandern, wohin wandern wir denn als nächstes? Ich würde sagen, Haushalt.
ja, wie gesagt, geht es jetzt weiter mit Haushalt. Und ich bin im Moment tatsächlich ein absoluter Reinigungszusatzmittel, Mittelzusatz. Hä? Nee. Hä? Bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Also ich stehe momentan total auf Allzweckreiniger. Und ja, ich wechsle da total gerne, damit ich es immer wieder rieche, dass es jetzt frisch ist. Und diese Sorte habe ich, meine ich, bei Rossmann nicht gesehen. Das ist mediterrane Blüten oder so ähnlich. Und es riecht so schön. Es erinnert mich ein bisschen an das Magnolien-Duschgel von Duschdas. Aber ein bisschen sanfter, ein bisschen anders ist es schon noch. Genau, das habe ich mir also mitgenommen, weil ich habe allgemein immer recht viel von Ajax. Und das gefällt mir auch gut, ja. Genau, hier ist der beliebteste Artikel des Videos, würde ich sagen. Das ist eine Klobürste. Genau, normalerweise kaufe ich ja immer diese Sets bei Rossmann. Aber diesmal ist quasi das Einhängeding von meinem anderen noch total in Ordnung. Und da wollte ich jetzt nur eine neue Bürste reinhängen. Genau, und für 69 Cent oder so hatte ich gedacht, ich versuche mal die von Action. Hoffen wir, dass sie gut sind. Genau, dann hatte ich mal vor einiger Zeit, ihr wisst ja, ne, immer, ich zeige euch das immer in meinen Cleaning-Vlogs oder in meinen Vlogs allgemein oder Vlogs. Ich benutze ja immer voll gerne diese Glastücher, die man bei Amazon für, ich glaube, 3 oder 4 Stück immer so für 15, 16 Euro, das ist halt nicht gerade günstig, aber sie funktionieren halt super gut. Ich benutze die auch super gerne, auch für Brillen und Computer und alles Mögliche. Und ich hatte mal vor einer Weile bei Action quasi ein Dupe dazu gesehen. Den habe ich dann auch mitgenommen, aber aus Versehen meiner Freundin mitgeschenkt, weil ich für sie quasi da einkaufen war. Und dann hatte ich vergessen, dass das irgendwie, und dann wollte ich es nicht wieder zurücknehmen. Egal, jedenfalls habe ich danach immer wieder vergessen, die zu kaufen. Und diesmal wollte ich sie mitnehmen, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Und ich habe gehofft, das hier heißt jetzt halt auch Glass and Mirror Cloth. Sieht ein bisschen anders aus, meine ich, als das andere. Aber ich wollte es ganz gerne mal probieren und habe deswegen 2 davon mitgenommen und schauen. Ich wollte schauen, ob das ungefähr genauso gut funktioniert, weil das wäre fast zu schön, 99 Cent, ne, zu den anderen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, genau. Dann ist mir letztens aufgefallen, beim Blumeneinpflanzen und auch so beim Fensterputzen von außen. Ich hatte eigentlich mal so einen Eimer, aber ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Also ich hatte schon mal einen faltbaren Eimer, ich glaube von DM. Ach, der ist irgendwie verschollen. Ich werde ihn wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen wiederfinden, weil das ja immer so ist. Aber ich habe dann jetzt hier einen bei Action mitgenommen. Ich glaube, 2,99 kam der. Da habe ich diese Farbe ausgesucht, weil ich die schön fand. Da gab es aber auch noch andere und die sind halt echt super praktisch, ne? Ich hätte auch normalerweise faltbare Wäschekörbe, aber da habe ich ja hier diese elastischen. Die habt ihr, glaube ich, eben schon hier einmal gesehen. Die finde ich dafür einfach total gut. Genau, also dafür kam dann jedenfalls der mit. Für alles Mögliche, wo man mal eben ein bisschen mehr Wasser braucht als nur in so einer kleinen Schüssel. Und ich habe auch vor, meine Fenster ein bisschen mehr zu pflegen. Ich pflege sie jetzt nicht gerade wenig, aber bevor sie so extrem dreckig werden, einfach mal zwischendurch schnell mal drüber gehen. Und gerade mit diesen Lappen ist das halt so leicht, ne? Nun gut, dann, genau, das war eigentlich der eigentliche Grund, warum ich hingefahren war. Ich wollte unter anderem Bettlaken, die habe ich gleich auch noch, und sowas hier für den Kühlschrank holen. Davon hatte ich nämlich schon mal ein paar und ich wollte einfach 1, 2 mehr haben, weil da einfach so sowas wie Süßigkeiten, die im Kühlschrank lagern, die liegen da querbeet drin rum und es sieht einfach immer ordentlich, unordentlich aus. Und vor allem vergisst mein Sohn dann, was er da alles drin hat und verliert den Überblick. Egal, auf jeden Fall, genau, habe ich jetzt hier einen Doppelpack mitgenommen, hatte ich nämlich neu entdeckt in Führungsstrichen. Ich weiß nicht, wie lange sie das wirklich schon haben. Genau, das letzte nämlich, ich habe jetzt extra das Doppelpack genommen, das letzte, was ich benutzt und gekauft habe, das kam nämlich irgendwie nicht, das konnte man nicht in den Geschirrspüler packen. Und die hier kann man in den Geschirrspüler packen, deswegen habe ich natürlich die genommen und die waren, weiß ich nicht, nur 20 Cent teurer oder so. Ja, genau. 2 davon freue ich mich total drauf, dass ich sie auch in den Geschirrspüler stellen kann. Genau, und dann, hier darauf wollte ich euch eigentlich nur, also ich brauchte Backpapier, nein, Backpapier. Und das sind diese Zuschnitte und die waren früher immer am günstigsten bei Action. Habt ihr mir auch immer geschrieben, da kamen dann immer, ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob das die gleiche Anzahl ist. Hier sind jetzt 36 Stück drin und ich habe 1,13 Euro oder 1,18 Euro bezahlt, so ganz komisch. Und früher kamen die aber immer, meine ich, 99 Cent. Ich hoffe, es sind jetzt einfach ein paar Stückchen mehr drin oder sie sind halt teurer geworden. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, wir merken das als Endverbraucher so oft überhaupt nicht, weil die das einfach so gekonnt immer irgendwie vertuschen, ne? Nun gut, nun gut. Ja, ich hatte gerade schon einmal angedeutet, ich war wegen Bettlaken dahin und ich kaufe eigentlich normalerweise immer diese hier. Ich habe sie auch diesmal wieder gekauft, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte. Ich habe hier einmal eine kleine Größe, 90 mal 1 Meter. Wir mussten uns übrigens auch kürzlich neue Matratzen kaufen. Ja, die mussten wir jetzt kaufen und ja, jetzt hatte ich jedenfalls... Oh nein, jetzt habe ich mich hier doch vergriffen. Ach, Scheiße. Na gut, okay, das kriegt meine liebe Mama, wenn sie das dann haben möchte. Ich wollte eigentlich ein größeres in 1,80 x 2 Meter und nicht 1,40.
mal 2 Meter. Oder ich bringe es nochmal zurück. Ich schaue nochmal. Auf jeden Fall waren die immer super gut. Ich kann die auch nur empfehlen. Das hier ist jetzt Hotel Royal. Das ist das Hochwertigste, was die haben. Die haben, meine ich, noch einmal weniger hochwertig. Da ist es aber dann noch 100% Baumwolle und noch eine Spur quasi weniger hochwertig, in Anführungsstrichen. Die haben dann da nämlich in der Baumwolle ein bisschen Polyester mit reingemischt. Das hier ist jetzt alles pure Baumwolle und ich möchte auch pure Baumwolle, weil ich sonst anfange zu schwitze wie so eine Blöde. Ich mag das nicht, in Kunstfaser schlafen irgendwie. Naja, egal, auf jeden Fall kann ich die nur empfehlen. Die sind echt super, super, super gut. Unsere alten haben jetzt halt nur, das sagte meine Mama, halt auch das Jersey recht schnell so Löcher bekommt. Und das war jetzt eben auch bei uns der Fall. Und deswegen hatte sie gesagt, versuch doch mal, andere Baumwolle. So ein bisschen was wie das hier halt. Das heißt jetzt hier Perkal. Wollte ich mal probieren. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, dass es ein bisschen faltenanfälliger ist und man mehr so auf Würsten liegt quasi. Wollte ich aber dennoch mal probieren. Habe deswegen einmal 90 mal 2 Meter mitgenommen und dann hier einmal wenigstens die richtige Größe in 1,80 mal 2 Meter. Genau, das ist auch 100% Baumwolle. Und ja, kann man so lange über Bettlaken sprechen? Kann man, merkt ihr ja. Egal, ich bin auf jeden Fall super gespannt, was diese Marke hier macht, denn die habe ich tatsächlich vorher noch gar nicht gesehen, dass die auch sowas wie Perkal hatten. Genau, und dann hier, das ist nicht wirklich Haushalt, aber die hatte ich für meinen Sohn nochmal mitgenommen, so 3 Paar Sneakersocken, die wollte ich mal ausprobieren, ob er die leiden kann hier in Schwarz einfach, weil er hat jetzt sonst im Moment nur lange Socken und das ist manchmal bei dem Wetter einfach nicht so schön, wenn es ein bisschen wärmer ist. Ja, das ist ein Klassiker, ihr Lieben. Den nehme ich doch immer mit. Die Allzweckreinigungstücher. Und ja, die haben mir wieder leider nur die eine Duftrichtung Zitrone. Das ist aber total okay. Und ja, ich mag sie ganz gerne. Ich muss aber auch sagen, als ich die das letzte Mal hatte, vielleicht hatten sie es ja mittlerweile geändert, aber da haben die so komisch aneinander gebappt, dass das ist ja gut, dass wenn man eins rauszieht, quasi eins nachkommt. Aber die letzten, die ich hatte, die haben dann sich quasi gegenseitig nicht losgelassen. Und dann hast du da immer super viele Tücher rausgezogen und musstest sie quasi früher leer machen oder hast sie früher leer gemacht, weil du immer zu viele Tücher rausgekriegt hast. Nun gut, auf jeden Fall habe ich sie zweimal mitgenommen. Überwiegend sage ich immer wieder für bei den Katzen, weil die da öfter mal eben was machen, was man nicht unbedingt wieder in der Waschmaschine haben möchte. Und genau, weiter geht es jetzt mit, was habe ich denn hier überhaupt eigentlich noch? Ich habe noch Spielzeug, Tierspielzeug und Essen. Und ich mache jetzt mit Essen weiter. So, das habe ich neu entdeckt. Ich weiß nicht, ob es das schon länger gibt. Das heißt Mr. Brownie. Da sind 8 kleine Brownies drin und da sind so kleine Smarties oben drauf. Und das wollte ich gerne für meinen Sohn einmal mitnehmen. Das sieht einfach total lecker aus. Der isst auch total gerne Brownies. Er mag aber nicht so gerne, also die von Dr. Oetker, diesen fertigen mit der roten Folie drum. Mega, 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 mega lecker. Kann man super gut kaufen. Die von Milka Maka nicht so gerne. Und jetzt dachte ich, er kann sich ja die mal angucken. Sieht auf jeden Fall super lecker aus. Und vielleicht sind das ja die neuen Nonplusultra-Brownies. Wir machen die natürlich auch manchmal selbst, aber wenn es schnell gehen muss. Manchmal bin ich auch einkaufen und habe auf einmal Hunger drauf. Naja, gut. Und was ich auch für meinen Sohn mitgenommen habe, waren wieder hier dreimal diese Riffelchips-Paprika. Die sind tatsächlich auch super lecker. Ich habe die letztens auch probiert, mal wieder nach Ewigkeiten. Und die sind so sehr schön krass gewürzt. Also nicht zu scharf, sondern einfach, es ist viel Salz drauf. Und ich mag das immer nicht, wenn man bei den anderen Chips irgendwie, bei diesen normalen, einfach immer eine Tüte erwischt, wo du das Gefühl hast, irgendwie das Salz ist total ungerecht verteilt worden. Ja, auf jeden Fall, deswegen davon 3. Und dann haben wir hier auch mal wieder, ich habe die ewig nicht gekauft, ne, die Soft Nougats mitgenommen. Davon wurde auch schon eine Packung vertilgt, tatsächlich direkt, als ich es mitgebracht habe. Und ich habe mir auch mal wieder nach Ewigkeiten, weil ich so Bock drauf hatte, mal wieder Fatsch gegönnt. 2 Tüten, die andere hier, die ist leider fast leer, die habe ich direkt nach dem Einkaufen aufgemacht. Und es schmeckt mir immer noch genauso gut wie früher, ne? Ich muss sagen, ich liebe es für Leute, die noch nicht immer und immer, immer dabei sind, ne? Ich hatte mal, ich glaube, vor 1,5 oder 2 Jahren hatte ich mal eine Phase, da habe ich das nur gefressen. Ich sag wirklich gefressen, weil es gibt davon, oder es gab zumindest, eine 2-Kilo-Packung bei Amazon davon. Und davon habe ich, ich glaube, 4 insgesamt leer gemacht und dann immer wieder diese Tüten gekauft. Damals gab es auch noch Salted Caramel hier als Sorte. Oh Gott, mir läuft dabei immer so der Speichel. Ich habe das wirklich richtig gesuchtet. Das war nicht mehr witzig und das kann auch nicht gesund gewesen sein, weil das ist ja purer Zucker, ne? Und ja, also ich möchte da jetzt nicht wieder ganz so krass abhängig von werden, aber sie sind so lecker und mal eine Tüte zwischendurch geht. Ich muss aber auch sagen, wenn ich das esse, man denkt ja, man kriegt so einen Zuckerboost davon irgendwie, sobald es halt Zucker ist. Und ich habe auch nichts gegen Zucker, überhaupt nicht. Ich liebe Zucker, ne? Aber bei dem ist es irgendwie so, der macht mich richtig müde. Ich habe richtig das Gefühl, also wenn ich abbeiß und das dann runtergeschluckt habe, dann ist das viel zu viel für meinen Körper. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich dann aber mehrere davon esse, naja.
Aber naja, falls ihr das noch nicht probiert habt, entweder probiert es gar nicht erst oder probiert es, aber es gibt auch Leute, die hassen das, ne? Also wenn ich das jetzt eine Weile nicht gegessen habe, da finde ich es auch zu krass. Aber habe ich dann das dritte, vierte, fünfte Stück gegessen, finde ich es gar nicht mehr so krass. Ja, das war Essen. Da habe ich diesmal gar nicht so viel mitgenommen, weil ich einfach noch so viel da hatte von den Sachen, die ich da sonst immer so kaufe. Sowas wie Himalaya-Salz kaufe ich da mal ganz gerne oder Yum-Yum-Nudeln, obwohl ich die letzten jetzt, da hatten sie irgendwie was an der Struktur der Nudeln verändert. Das war dann nicht mehr so lecker. Und da war auch kein Gemüse-Kräuterkram mehr bei, sondern einfach nur noch Brühe. Und ja, was war noch? Röstzwiebeln kaufe ich da immer, genau. So, oh, ich habe hier gerade noch was unterschlagen. Das finde ich auch richtig cool. Ich musste das mitnehmen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Unicorn Cotton Candy. Das ist einfach, ich glaube, irgendwie 88 Cent. Oh, ist das ausgelaufen? Kann das auslaufen? Naja, auf jeden Fall ja, sieht das so aus. Und sowas kann man ja auch manchmal bei Kick oder Action. Ja, Action, da sind wir gerade gewesen. Kick oder Teddy kann man das kaufen. So. Und das schmeckt eigentlich echt immer total lecker. Jetzt gab es da nur die Unicorn-Zuckerwatte. Die habe ich für uns beide mitgenommen. Mein Sohn würde wahrscheinlich nicht unbedingt das Einhorn essen da. Oder, ach, ihr wisst doch was. Ich meine, ich laber schon wieder nur Kacke. Es ist auch scheißegal, ob dein Einhorn drauf ist oder nicht. Es wird lecker schmecken. So, jetzt haben wir Essen aber durch, zumindest nahezu. Das hier könnte man nämlich auch so sehen. Das ist ein Spielzeug für Hunde. Ihr seht ja schon, das sieht aus wie so ein McSunday. Total lustig. Play, Eat and Sleep. Cooling Dog Toy. Fill the toy with water. Put it in the freezer for 5 until 8 hours. Ja, okay. Das wusste ich auch nicht, dass man das befüllen kann. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wie das kühlen soll, aber jetzt weiß ich es dann. Auf jeden Fall habe ich das dreimal mitgenommen, weil meine Mama, die hat ja 4 Hunde. Ich hätte gerne noch ein viertes mitgenommen, aber die hatten kein viertes mehr. Deswegen habe ich dann den jungen Mann hier mitgenommen, in der Hoffnung, dass irgendeiner den dann da drüben ja, lieben lernt. Und ja, finde ich irgendwie ganz lustig. Also gerade das Eis, ich liebe das, wenn Spielzeug aussieht wie Eis. Ich liebe, wenn alles aussieht wie Make-up, aussieht wie Eis oder wie Schokolade. Ich laber heute nur Mist, ne? Also auch nichts Neues. Nun gut, nun gut. Hier, das habe ich eben noch bei Haushalt unterschlagen. Das ist so eine Jute, so ein Jute-Seil. Ich habe meins letztens aufgebraucht, deswegen dachte ich, kann ja mal ein neues mitnehmen, weil ich brauche das nicht so oft, aber hin und wieder halt schon. Und jetzt war es mal an der Zeit. Ich glaube, es kam 99 Cent oder 88, irgendwie so. Genau, und dann nochmal für unseren Kater, beziehungsweise, also es ist eigentlich auch für beide, aber nur noch der eine spielt ganz gern und der liebt Federn. Der spielt nicht mit Bällen oder so, sondern der liebt einfach Federn und deswegen habe ich hier solche Angeln einmal mitgenommen. Die sind da unschlagbar günstig, hier ist auch ein Glöckchen mit dran und ja, sobald da eine Feder dran ist, dann, ja, dann geht's aber ab. Genau, hier oben ist noch irgendwie so was anderes dran. Das wird ihm schon gefallen. Er wird sich freuen, genau. Die sind super, super günstig. Also richtig, richtig cool. So, und zu guter Letzt, glaube ich. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Genau, das ist für meinen Sohn. Das ist so ein, wie heißt der? Stretch Ball. Stretchy Ball. Und ja, wenn man den jetzt hier so drückt, gab es verschiedene Farben, dann behält er ein bisschen länger die Form, wie man ihn hingedrückt hat. Und der soll ziemlich doll hüpfen können. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Er mag solche Schnulli-Spielzeuge total gerne. Und wir haben da auch schon mal was von Among Us gekauft. Das war auch super cool. Und vor allem, ich habe da, glaube ich, 6 oder 7 Euro für so eine Packung bezahlt. Und bei Amazon hatten sie es einfach für 20 Euro. Ja, dann habe ich hier so eine Spirale. Ich glaube, die hatte jeder von uns als Kind, oder? Und er hatte die auch schon mal, aber die sind dann immer mal kaputt gegangen oder sie sind verschollen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich immer wieder eine neue mitgenommen, weil Blau seine Lieblingsfarbe ist, durfte die auch in Blau mit. Hier haben wir so einen Quetschiball nochmal, wo so ein Netz noch drum ist. Da. Und wenn man die drückt, kannst du, ja, dann kommen da solche Bläschen raus und dann sieht das irgendwie komisch aus. Genau, das hier hatte ich euch beim letzten, ich glaube, es war beim letzten Haul, vielleicht auch der vorletzte, hatte ich euch schon mal gezeigt. Das ist hier so ein Poppet Spring. Ich weiß nicht genau, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall ist das zur Beruhigung. Und sein einer Freund hat jedenfalls sein anderes kaputt gemacht. Und deswegen habe ich mir jetzt ein neues mitgebracht. So! Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie durchs Video gerannt. Also so voll schnell irgendwie. Aber ich hatte jetzt einfach voll Lust. Egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, das ist super, super, super wichtig. Welche Kategorien, schreibt mir mal so erster, zweiter, dritter Platz oder auch mehr, wenn ihr Lust habt, welche Abteilung für euch am interessantesten ist. Weil ich habe so das Gefühl, weil ich ja meistens über Beauty und Drogerie rede, dass es schon irgendwie Beauty ist.
Aber ich finde Büro und Deko, übrigens, Deko war leider nichts, was mich jetzt mega angesprochen hatte. Die hatten ja super viel hier in der Gartenabteilung und so weiter. Aber das hat mir alles nicht so zugesagt. Aber auch nur, weil ich letztens erst alles Mögliche davon eingekauft habe. Egal, egal, egal. Auf jeden Fall bitte unbedingt die Kategorien eurer Beliebtheit nach aufschreiben und dann wäre mir sehr geholfen. Vielen lieben Dank fürs Zugucken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder eine gute Nacht oder was auch immer. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis bald.